Wir sind im Teil 2 von heutigen 4 Teilen. Mein Name ist Mr. 1234, ihr kennt mich. Und wir werden bis 9000 Muscheln machen. Also 1000 jetzt zusätzlich verdienen. Wenn es nicht rund wird, dann machen wir einfach weiter. Gegen Ende des Videos zeige ich noch alle Ergebnisse bisher. Ich habe es ja gesagt. Von den DFB-Pokal-Spielen. Und ja. Und dann noch die Spiele, die ab heute noch laufen und morgen auch noch. Oder ich zeig. Okay. Machst du jetzt gleich durch oder ich lese gleich einfach vor. Kann sie ja jedes Mal im Internet gucken. Dann nehme ich mal kurz den Zettel. Erstmal, ich lese die Spiele vor. Ja, gegen Ende des Videos, also ich lese sie jetzt vor und gegen Ende des Videos zeige ich die noch einmal so. Muss ich die ganze Geld sammeln und vorlesen. Wird jetzt schwer. Uerdingen, Dortmund 0-2. Sandhausen, Gladbach nach 45-minütiger Verspätung 0-1. Ingolstadt, Nürnberg 0-1. Verspätung wegen Gewitters. Da war sogar ein Flutlicht ausgefallen. Beim Spiel Sandhausen gegen Gladbach. Dann am Samstag liefen die folgenden Partien. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen, trotz der Münzklinge. Willingen, Düsseldorf nach Verlängerung 1-3. Dann Nordhausen gegen Aue 1-4. Magdeburg nach Verlängerung gegen Freiburg 0-1. Dassendorf gegen Dresden 0-3. Kaiserslautern Mainz 2-0. Und damit war ein Bundesligist raus. Ich mach gleich weiter. Wörl gegen Augsburg 2-1, auch ein Bundesligist raus. Aachen, Leverkusen 1-4. Dann geht's weiter mit Drochtersen oder Tochtersen. Schalke 0-5, was ein Wahnsinnsding war. Viktoria Berlin gegen Bielefeld 0-1. So, passt das schon auf. Ulm gegen Heidenheim war 0-2. Baunatal Bochum 2-3. Würzburg-Hoffenheim 7-8 insgesamt. 4-5 nach Elfmeterschießen, 3-3 regulär. Und Delmenhorst gegen Bremen, das letzte Spiel am Samstag, 1-6. Dann mach ich mal kurz mal Cut. Muss die Zettel auswechseln. Ich lese sie jetzt erstmal so vor. Heute kommen Lübeck, St. Pauli, Oberneuland gegen Darmstadt, Rödinghausen gegen Paderborn, Halberstadt gegen Union Berlin, Salmrohr, glaube ich, wollte ich heißen, gegen Kiel, Saarbrücken gegen Regensburg, Osnabrück, Leipzig, Eichstätt, Hertha Berlin, Walddorf, Eintracht Frankfurt, Chemnitz gegen Hamburg, Duisburg gegen Fürth, Wien gegen FC Köln. Und am Montag Karlsruhe, Hannover, Rostock, Stuttgart, Halle gegen Wolfsburg und zum Schluss Cottbus gegen Bayern, was übrigens auf ARD um 20.15 Uhr läuft und um 20.45 Uhr anpfiff ist. Ja komm, weil ich auch schon mal hier bin, machen wir mal einen Hintergrundwechsel. Was sind alle da? Gut, ich dachte, ich hätte jetzt irgendwas weggeklickt. Wir sind schon bei 8,5.
9000 haben wir gesagt. Mal gucken, ob es diesmal jetzt gut ausgeht. Auch gut. Noch 300. Nummer 42 noch. Nach dem Video gibt es noch 2. Gegen 18 Uhr. Wenn die ganzen Spiele da beendet sind, die um 15 Uhr liegen, das sind 9 an der Zahl. Und dann machen wir weiter. Und ich habe jetzt ist so gemacht, dass ich hier von Live-Spielen, man kann es jetzt immer im Live-Ticker angucken, dass ich die auf mein Handy ziehen kann. Das heißt, also ihr könnt sie jetzt nicht sehen, aber ich kann die hier sehen. Ich habe sie auf mein Handy eingeblendet, dass gerade 2 Premier League-Spiele am Laufen sind. Aber vielleicht kann es sein, dass bei den neuen Partien... Ja, wir haben die 9000 überschritten, macht nichts. Vielleicht kann es ja so sein, dass bei den neuen Partien noch einige am Laufen sind wegen Verlängerung oder so. Da könnte ich dann noch welche Spiele vorlesen. Ich finde die Idee jetzt gar nicht so schlecht. So, egal wie es jetzt hier ausgeht, im nächsten Video werden wir auf jeden Fall... Stopp! Im letzten Moment. Nur 100 Muscheln mehr als geplant. Aber gut, jetzt haben wir es gestoppt. 9100. Und ich wollte gerade sagen, nachdem, egal was heute kommt, wir werden im nächsten Video auf jeden Fall 10.000 mindestens machen. So, und wie gesagt, ich zeige euch nochmal die Ergebnisse aus den vorherigen Partien. NV bedeutet nach Verlängerung. Und hier, das bedeutet Elfmeter. Das sind die Spiele, die gelaufen sind. Und das sind die Spiele, die gleich folgen. Die ersten 9. Und die laufen am Montag. Wie gesagt, 9100 ist der Stand und wir sehen uns später wieder.